Moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von youngfamily.de und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil zwischen den Streams in Green Hell natürlich und ein freundliches Hallo natürlich an euch und ja, die Folgenlänge wird immer so eine halbe Stunde halt sein und das sind so Sachen, die ich in den Streams halt nicht machen werde, beziehungsweise so ein paar Ordnungssachen halt immer und sowas halt. Was ich jetzt erstmal sehen werde, dass ich mich kurz mal wieder auf voll, also Energie voll halt bringe, tatsächlich. Wir schauen mal kurz, was haben wir denn alles am Start. Moment, hallo. So, Fette, Proteine und Kohlenhydrate fehlen uns. Ist aber nicht so schlimm. Wir werden mal kurz, so, wir haben ja tolle Süppchen hier am Start. Ich werde mal die Pilzsuppe, wie ich ja auch schon im Tutorial gezeigt habe, oder was runternehmen. Wir werden uns mal kurz das hier raufpacken. Und Wasser haben wir noch genug am Start. So. Wasser haben wir eigentlich, dachte ich. Achso, Moment. Verschütten. Da wir sauberes Wasser jetzt gerade gesammelt haben, das hier irgendwie komischerweise durchregnet. ja, ansonsten natürlich immer schön Suppen kochen. Das macht die Sachen halt ewig haltbar. Und was ich natürlich empfehlen könnte, natürlich Schildkrötenpanzer zu finden natürlich. Ja, und da kann man eigentlich fast alles reinpacken. Maden würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Maden eher zum Fischen halt. Ne? Also jetzt Köder oder so. Ja, wir können zum Beispiel packen wir eine Apfelschnecke rein. Garnele braten wir uns mal. Wie gesagt, da wir jetzt gerade so ein bisschen was essen wollen oder so halt. Den Kaiman werde ich auch mal mir kurz reinpfeifen. Und dann werden wir gleich eine Runde schlafen gehen. Aufgrund der ganzen Tutorials oder so bin ich jetzt hier gerade ein bisschen aus dem Zeitplan rausgekommen. Das heißt, normalerweise gehe ich immer so gegen 23 Uhr halt schlafen. Und dann wacht man halt schön am nächsten Tag halt auf. Wir werden jetzt nur kurz die Garnele uns einmal hier mitnehmen. So. Und die eine Apfelschnecke werden wir jetzt auch noch schnell braten. Und dann werden wir pennen gehen. Und ja, was ich hier machen wollte jetzt in dieser Folge halt, das kann ich eigentlich auch schon mal planen, dass ich mir die Matschdinger baue. Ich werde mir das, glaube ich, hier so drüben irgendwie versuchen hinzustellen. Das heißt, wir räumen hier kurz mal ein bisschen auf. Hier muss ich auch immer aufpassen, hier hat mich auch schon mal ein Kaiman angegriffen, also immer Vorsicht. Ne? Ihr habt es ja auch im Video gesehen halt, Eingeborener und Kaiman, ja, da kam Freude auf. So, wir sind aber auch echt schon K.O. Deswegen, wir werden jetzt gleich eine Runde pennen gehen. So, Schnecke, darf ich? Okay. So, zack. Okay, dann. Manchmal ist es mit dem Inventar on und auch immer so eine komische Sache. So, wir haben jetzt natürlich kein Holz mehr. Verdammt. Haben wir noch? Ja, haben wir. Warte mal, wir werden mal kurz. Na, die Feuerbretter werde ich mal nicht nehmen. Wir sammeln das mal kurz einmal ab. Einen Holzscheit können wir uns hier, glaube ich, leisten. Dass wir den kurz mal absammeln. Kohle habe ich jetzt hier noch keine, deswegen werde ich mir erstmal hier, einen Matsch, also hier, ihr wisst schon, Nebenmischer halt bauen. Und dann halt, mir einen Ofen halt bauen, damit ich hier erstmal auch ordentlich Kohle produziere und sowas halt. Damit wir auch wieder das Eisen in Schwung kriegen. Sekunde, warte mal. Machen wir mal so. So. Zack. Und da packen wir auch mal rein. Und dann sollte das Feuer auf jeden Fall durchbrennen. Wir werden jetzt mal eine Runde schlafen gehen. Zack. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Okay. Na gut. Wir sind ein bisschen später als sonst halt schlafen gegangen. Wir werden versuchen, bis so 6.30 Uhr oder sowas halt, oder 7 Uhr circa zu schlafen. Und dann werden wir uns natürlich erstmal ordentlich aufhydrieren. Das heißt, wir werden die Apfelschneckensuppe, Fleischsuppe, zack, Apfelschneckensuppe, so, die Schale packe ich mal kurz runter. Zack, denn ich möchte jetzt nur in Schildkröten werden. So verschütten, bevor es da wieder Probleme gibt. Gut, Bidon, ist noch genug drin. Wir müssen kurz mal das Wasser hier einmal aufkochen. Ist genug drin, sagte er, und es fehlt natürlich was. So, es sollte auch gleich heller werden, also daher, hallo? Okay. So, Bidon ist wieder voll. Was fehlt uns eigentlich genau? Okay, Fette, Kohlenhydrate, alles klar. Also wir müssen uns tatsächlich noch ein paar Pilze oder sowas halt besorgen. So, die Nuss werden wir auch mal uns reinpfeifen. Die Garnele. Und das Ei, das wir auch gekocht hatten.
So, dann nochmal das dritte Wasser. Und ich guck mal gerade, haben wir noch irgendwie was dabei gerade? Nee. Okay. Gut. Dann werden wir erstmal ordentlich trinken. Und werden wir kurz mal auf Nahrungssuche gehen und so ein bisschen was beschaffen. Beziehungsweise, unser Trockengestell, hat das schon was fertig? Ja, hat es. Wir nehmen mal zwei, würde ich sagen, runter. Und werden die auch gleich mal uns reinpfeifen. So. Dann sollten wir da auch recht voll sein, Fette und Kohlenhydrate. Das heißt, wir müssten eigentlich einen Pekari angehen. Haben wir genug Pfeile? Okay. Wir werden mal gucken, ob wir irgendwo auf die Schnelle einen Pekari finden. Ach nee, genau. Wir haben ja natürlich Knochen auch am Start. Ne, Knochen kann man auch super kochen. Gibt Proteine und Fette. Die werden wir uns kurz einmal reinpfeifen. Und dann werden wir nochmal ein Pekari uns besorgen. Und natürlich Pilze. Ne? Am besten halt, wie gesagt, den, die Schattenmorchel oder so. Oder die Morchel. Das gehört, glaube ich, zu den Morcheln. Der heißt, glaube ich, Phallus indiatus oder so. Das ist halt eine Morchelart. Halt dieser, ja, ich nenne ihn immer irgendwie alte Oma-Rock oder sowas halt, weil was da drumherum ist, sieht immer aus wie ein Rock. So, und ihr seht natürlich halt, das gibt ordentlich Fett und Proteine und Energie. Ne? Das heißt, damit sind wir jetzt auch wieder voll. Wir werden aber gleichzeitig nochmal neues Wasser aufsetzen. 75, das reicht genau. Es passt nämlich immer 25 in diese tollen Schalen rein. Zack. So, und wir haben uns natürlich irgendwas eingefangen. Ja. Teilrüstung sollte man natürlich mal wegmachen. Ich sehe schon am linken Bein. Weg damit. Zack. So. Auf der anderen Seite auch noch welche, ne? Ich habe gerade geguckt, ob ich auch wirklich aufnehme. Ja, manchmal habe ich da immer so ein bisschen Schiss vor. So, ach ja, genau. Was ich auch noch machen will, unser Metallspeer, habe ich nämlich gesehen, ist fast im Eimer. Also der hat halt noch eine Condition von 2%. Daher legen wir ihn mal hin und werden uns nochmal kurz einen neuen craften. Haben wir eine Metallklinge? Dann könnte ich mir, glaube ich, sogar noch einen machen. Ne? Aber wir machen es mal aus Stein, würde ich sagen. Einfach mal den billigsten. So, herstellen. Herstellen. Machen wir uns kurz eine Steinklinge. Dann werden wir das noch herstellen. Herstellen. Und ein Seil. Zack. Und dann wieder einen tollen Steinspeer. Ja, und umso öfter die natürlich auch Sachen craftet hat, umso mehr sind sie natürlich auch haltbar. Unser Steinspeer ist mittlerweile, da wir schon so oft gecraftet haben, ziemlich haltbar. Um das zu überprüfen, wie lange die Sachen halt haltbar sind, sozusagen, oder beziehungsweise welchen Skill ihr halt habt. Ihr seht zum Beispiel Äxte 100 von 100, Speere ist jetzt bei mir 66 von 100, Klingen 46 von 100, Fäuste, ja, mit Fäusten kämpfen ist immer so eine Sache, natürlich Handwerk 59, Feuer machen, Kochen 94, also ich habe sehr, ne, ich bin ja Koch, das passt natürlich wieder, da habe ich sehr viel Zeit mit Kochen und sowas halt verbracht und Haltbarkeit und so habe ich ja auch Videos zugemacht, schaut gerne mal auch in die Playlist dafür rein. Ja, Bogenschießen, Fischen, fand ich jetzt nicht ganz so effektiv, man kann ein bisschen Pfeilfischen halt machen, Speerfischen, ja, ansonsten Fischfallen halt, ja, aber ist nicht ganz so effektiv, finde ich, also ich jage am liebsten immer noch Pekaris, ne, Speerfischen, wie gesagt, habe ich einmal probiert und das hat mir alles lang gedauert, genauso wie das Angeln. Finde ich noch sehr, sehr zu uneffektiv. Daher, naja. Gut. Wir wollten uns ein bisschen. Warte mal, brennt das Feuer noch lang genug? Ich will nämlich jetzt nicht nochmal ein volles Feuer machen. Okay. Alles klar. Ja, Angel hat, findet ihr natürlich hier in dem Anaconda Camp halt auch. Da haben wir noch eine Pilzsuppe. So, gut. Wir werden hier auf jeden Fall noch auch alles freiräumen. Und da uns hier eine einigermaßen große Base halt machen, ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Aber wie auch immer, ich will ja jetzt nicht rumlabern, denn wir wollen Kohlenhydrate uns besorgen. So. Ich muss natürlich immer aufpassen, Kaiman is watching me. Also hier gibt es zwei oder drei Spawns auf dieser Insel, beziehungsweise um diese Insel rum auf jeden Fall auch. So, da gibt es nochmal so eine kleine Insel, das ist auch ganz cool eigentlich. Naja. Ist das eine Goliath? Oder war das eine normale? Ah, eine Goliath. Dann natürlich. Pam. Weg damit. So, Goliath-Vogelspinne. Ja, wie gesagt, wenn ihr hier diese Fallen halt aufstellt, findet ihr die auch öfter hier auf dieser Insel. Oder beziehungsweise fangt ihr die auch öfter hier auf der Insel. Und dann könnt ihr euch natürlich die. Komm hier, zerstören.
So, sammeln noch ein bisschen Stöcke nebenbei. Da findet ihr die tatsächlich auch ziemlich oft. Und bei denen ist es halt die Sache, wie ich euch auch schon in dem Tutorial halt gezeigt habe, beziehungsweise, ja, so halb gezeigt habe, wir können es ja einmal jetzt hier auch nochmal live machen, dass ihr die Vogelspinne halt grillt, verbrennen lässt halt, ne, und dann halt aufs Sammeln geht und dann kriegt ihr halt die Asche von denen und dann könnt ihr halt den Verband euch craften. So. Wie gesagt, mein Ziel ist es jetzt erstmal ein bisschen so schnell wie möglich halt hier Kohle irgendwie ranzuschaffen. In den anderen Basen haben wir ja eigentlich alles schon für Matsch und Stein und sowas halt am Start gehabt. Ja. So, die Seile kommen hier auch noch. Ich will einfach, dass es jetzt noch ein Stückchen weit brennt. So. Die Spinne kann ja eh verbrennen, also von da aus. Wie gesagt, wir brauchen halt dringend Kohlenhydrate. Wir könnten jetzt natürlich auch hier diese Frucht halt essen, ne? Oder beziehungsweise uns kochen, dann werden wir auch wieder gut aufhydriert, aber da die keine Haltbarkeit hat, also beziehungsweise da sie nicht abläuft, werde ich, da sind gerade Nüsse runtergefallen, werde ich sie dort noch liegen lassen, denn ich bin mir sicher, ich finde noch irgendwo andere Kohlenhydrate. Gut, wir werden aber erstmal, ich weiß gar nicht, wo war denn der Weg jetzt hier, verdammt, es gab zwei Wege runter, ah ja, genau, einer da hinten, was ich auch immer zwischendurch halt mitnehme, so, ja, genau, als, hör auf, als kleinen Snack halt natürlich, hier findet ihr auch überall Apfelschnecken, ne, roh essen würde ich es euch nicht empfehlen, genauso, was auch gut immer ist halt, hier die Seerosenblüten, ne, die auch immer mitnehmen, denn die kann man auch roh essen, tatsächlich, wir können es ja mal kurz einmal machen, so, und die machen minus 2 Lebensmittelvergiftung und geben auch ein bisschen Kohlenhydrate, ne? Also, was ich noch selber nicht ausprobiert habe, ist, ob man sie kochen kann, das werden wir auch gleich nochmal ausprobieren. So, wir machen mal so ein kleines Nebenbei-Ausprobier-Video noch zwischen den Streams. So, genau, die ist jetzt gekocht. Also wir lassen sie aber auf jeden Fall verbrennen. Ah, okay, wir können sie auch kochen. Und dann werden wir wahrscheinlich das Doppelte auskriegen, ne? So, El Leguan. So, bevor du abhaust. So, Keimer. Ah, ne. Keimaiden-Echse. Okay. Ich dachte, das wäre so ein Leguan. Aber irgendwo ist der Pfeil. Warte, den. Ne, so. Den. So, und diese Infusionen. Ah, okay. Also gekocht bringt sie keine Kohlenhydrate mehr. Alles klar. Also, roh essen, ne? Dann, gibt es euch Lebensmittelvergiftung. Warte mal, wir werden mal kurz, Trick 17. Und zwar herstellen. So. Dann können wir nämlich auch laufen. Und bei dem Keimern ist es halt genauso, oder beziehungsweise bei der Echse halt, ne, solange ihr die Körper halt hinlegt oder sowas halt, sind sie nicht verderbbar. Und das heißt, ne, sie sind halt ewig haltbar. Und daher werden wir das halt auch mal kurz nutzen. Gut, wir werden noch uns jetzt, wie gesagt, Pilze wäre ganz geil. Oder halt nochmal so eine Frucht. Garnele ist auch wieder am Start. Komischerweise bei der Garnelenfalle hier ist es halt auch so, dass, wenn ihr einmal Maden reingepackt habt oder so, habe ich festgestellt, oder beziehungsweise bei mir gehen die Maden da nicht raus. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Flasche? Hallo? So. Genau, die wollten wir natürlich auch. Wir werden es halt, wie gesagt, mal mit Kohlenhydrate kurz vollstopfen und dann halt werden wir gucken, dass wir ein wenig noch mit Matsch spielen. So. Bidon. Bidon. Ist jetzt mittlerweile verbrannt? Nee, noch nicht. So, jetzt halt die Frage, Apfelschnecke, die braten wir uns einfach mal kurz zwischendurch, noch als kleinen Snack. So, Wasser sauber, Wasser sauber. Ich überlege, ob ich die Pilze, wir essen sie so jetzt, das macht keinen Sinn jetzt zu kochen, das würde viel zu lang dauern. Gut, Schnecke ist noch nicht fertig. So, sie ist verbrannt, dann könnt ihr nämlich hier auf Sammeln gehen. Zack, und dann kriegt ihr diese tolle Asche hier raus, ne? Goliath-Vogelspinnenasche und dann, wie gesagt, halt ein Blattverband und Goliath-Vogelspinnenasche, könnt ihr dann die herstellen, ne? Zack. Jetzt haben wir es auch nochmal ganz gezeigt. Zacker. Wie gesagt, wir haben alle Verbände, die es gibt in dem Spiel, tatsächlich hier gerade am Start halt, außer jetzt gerade normalen Blattverband, aber, hier, so. Ja, machen wir mal so. Und dann geht das eigentlich auch. Ja, ne? So, Funken, Tabak,
Jetzt hat wieder alles hier durcheinander geräumt. Das ist manchmal so. Naja. So, genau, das sind nämlich. Nee. Ah, jetzt ist der hier im Weg. So. 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 Und. So. Zack. Genau, das sind alle 6 Verbandarten, die es hier gibt. Tatsächlich Honig. Ja. Ja. Gut. Wir brauchen weiter Kohlenhydrate. Das heißt, Moment. Bevor die Apfelschnecke uns verbrennt, schmeißen wir noch schnell die Garnele drauf. Und die andere Apfelschnecke. Zack. Kurz einmal Feuer nachheizen. Wie gesagt, ich will so schnell wie möglich halt, hier mir kurz so einen Matschofen halt hinbauen. Das sollte eigentlich relativ easy gehen. Gut. Wenn die jetzt verbrennen, ist jetzt nicht so schlimm. Wir machen uns mal schnell auf die Suche. Nach was Kohlenhydratigen. Ich nehme natürlich erstmal einen Speer in die Hand auf jeden Fall. Ja, natürlich halt diese Blüten halt findet ihr ja auch ziemlich oft halt. Und wie gesagt, die roh essen, nicht kochen. Ja, ich musste halt eben mal, also alles bin ich noch nicht ganz durch, aber ich sag mal so 98% von dem Content habe ich durch mittlerweile. Daher kann ich sagen halt roh essen, nicht kochen. So, jetzt machen wir mal die Augen auf. Wo gibt's was Kohlenhydratiges? Wahrscheinlich rennen wir jetzt gleich wieder in irgendeine Spinne rein oder in irgendeine Schlange oder so. Ich sehe jetzt auch gerade hier nicht wirklich was Geiles. Da war ein Pekari. Oh, wir haben auch fast gar keine Energie mehr, sehe ich gerade. So, hier haben wir eine Falle. Okay, da war eine Maus drin. Okay, Mäuse fängt man halt auch da drin. Ich habe jetzt bisher sonst nur Frösche und... Ah ja, hier genau. Zack. Ich nehme mal mit. Die meinte ich vorhin nämlich mit der Morchelart. Das ist halt eine Morchelart auf jeden Fall. So. Wo ist denn unser Inselchen da hinten? Da gehen wir mal rüber. Bevor wir gleich in Ohnmacht fallen. Ich wollte schon sagen, kommen wir auch ohne Springen darauf. Ich werde jetzt mit Absicht nicht sprinten. Weil sonst könnte das knapp werden. Ja, und ansonsten halt, ihr spielt ja wahrscheinlich selber auch Green Hell oder sowas halt. Was mögt ihr hier besonders gerne, was mögt ihr besonders gerne nicht? Ne, auch gerne damit immer in die Kommentare. So, wir werden jetzt hier mal noch eine Pilzsuppe kochen. Zack. Die Garnele, die werden wir auch mal runternehmen noch. Und ist Verband? Nee, ich wollte schon sagen. Und die Apfelschnecke. Zack. Nüsse. Zack. Gib uns noch mal kurz ein bisschen Energie, damit wir das noch kurz hier durchhalten. So, nur eins allerdings. Und die gibt uns auch noch mal ein bisschen Energie. So, Pilzsuppe. Die werden wir uns auch gleich mal kurz reinpfeifen. Und dann noch das neues Wasser aufsetzen. Zack. War das überhaupt schon mal? Ja, okay. Alles klar. So, dann haben wir hier noch einen Schildkrötenpanzer mit Wasser. Dann werde ich kurz einmal speichern. Und ja, ich bin heute glücklicherweise etwas früher von Arbeit nach Hause gekommen. Deswegen kann ich gerade noch diese Folgen halt aufnehmen. So, gespeichert ist. Und wir legen uns mal kurz pennen. Wie gesagt, uns fehlen halt Kohlenhydrate, deswegen verbrauchen wir gerade so viel. Zack, wir machen mal bis zu 21 Uhr. So, dann wird es nämlich wieder ein bisschen heller. Und schauen wir mal rauf. Ja, okay, Kohlenhydrate ist ein bisschen was am Start. Wir werden uns aber gleichzeitig auch nochmal eine Knochensuppe oder zwei reinpfeifen, da wir die Knochen hier gerade noch rumfliegen haben. Also brauchen wir Fette. Ja, Fette Proteine, also wir können. So, Knocheninfusion. Gibt auch immer schön Energie. Okay. Gut, die zweite lassen wir mal. Zack. Und, ja, wie... Oh, Feuer geht auch gleich aus. Ja. So. Also würde ich eigentlich die hier für Kisten aufheben, aber ich denke mal, wir werden später noch irgendwo Dinger zusammenkriegen. Zacka, kann ich eigentlich auch... Bambus konnte ich doch auch verheizen, ne? Bambus haben wir ja nur echt viele. Wir werden mal kurz sammeln. Und einmal testen, bevor ich das alles zerstöre. Ich glaube, das ging auch. Bin mir jetzt nicht sicher. So, Bambus. Jo, alles klar. Gut, dann machen wir mal kurz einmal hier
Eine Sammel-Action. So. Was auch immer dabei hochguckt. Zack. Sammeln. Und sammeln. So, sollte eigentlich erstmal reichen. Und das Feuer auf jeden Fall nur noch ein Stückchen weiter brennt. Ich weiß gar nicht, nimmt das genauso viel wie die großen Stücke oder macht das weniger? Ich glaube, das macht weniger, ne? Ja, es geht. So. Zack. Zack. Und zack. So, dann werden wir nochmal kurz gucken, ob wir noch irgendwo was finden. Das ist leider ein bisschen... Ne, wir gehen wieder nochmal eine Runde pennen. Ja, natürlich haben wir uns was eingefangen. Da ist noch einer. So, trinken uns nochmal kurz einen an. Zack. So. Gut. Ja, wie gesagt, nur Kohlenhydrate fehlen uns halt. Feuerchen sollte eigentlich ja bis morgen durchbrennen. Und wir gehen nochmal pennen, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht irgendwie die Schlafkrankheit kriegen. Also beziehungsweise, wenn wir unruhigen Schlaf halt hatten oder sowas halt, dann kriegt man gerne die Insomnie. Insomnia? Insomnia. So, schlafen durch. Feuer ist noch an, glücklicherweise. Ja, die Holzscheite will ich ganz gerne aufheben. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man die dann wegschmeißt. Machen wir es mal kurz so. Legen wir es mal weiter vorne hin. So, leider kann ich die nicht so im Ganzen draufschmeißen. Das wäre natürlich auch noch cool. Sammeln. Wir brauchen halt viel zu lange Zeit, um jetzt irgendwie Holz herzustellen. Deswegen will ich eigentlich Kohle hier haben, weil das, ne? Ja. So. Deswegen können wir uns jetzt eigentlich schon mal planen, würde ich sagen. Matsch. Dann den Mischer. Ich bin mir halt noch nicht sicher, wo ich ihn hinpacken soll. Da ich hier wahrscheinlich eh ans Wasser nicht so ranbauen. Warte mal, kann ich hier irgendwo ein bisschen mehr oder so? Wäre ganz geil. Ist nicht so weit hier vorne haben eigentlich. So, wir machen uns mal einen, würde ich sagen, oder? Und mehrere, ich weiß nicht. So, Stöcke brauchen wir dafür. Und den Ofen, packen wir dann erstmal daneben. Das Feuer. So, genau. Geht das auch? Darf ich... So, machen wir mal so, würde ich sagen. Gut, Kohlenhydrate. Denn wir haben hier starken Kohlenhydratenmangel auf jeden Fall. Und das finde ich nicht so gut. Denn wir wollen natürlich immer ordentlich was zu mampfen haben. Und ein Pekari könnten wir uns theoretisch auch noch mitnehmen, wenn wir den auf dem Weg sehen. Wir laufen mal links runter. So. Okay, da war das erste. Hier sieht man aber auch so gut wie gar nichts. Das ist auch mal so eine Sache. Das ist natürlich doof, dass ihr jetzt so fast gar nichts seht. Aber wie gesagt, ich versuche immer so die Zeiten halt in den Aufnahmen halt hinzukriegen, aber in dem Spiel ist es halt mal... Oh, Moment. Drei? Nein. Vier? Drei. So. Nehmen die wieder mit. Und Pilze? Eigentlich könnten wir sie direkt essen können, ne? Wäre schlauer gewesen. So. Essen. Essen. Das ist auch immer mit den Maden zusammengemischt. Ich hätte das ganz gerne... Nicht gemischt, weil Maden will ich jetzt nicht essen. So. Dann höre ich hier gerade irgendwo einen Pekari in der Nähe. Ich glaube, es kommt uns näher. Irgendwo da. Da. Nein, 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 nein. Das ist auch immer so ein Bug halt tatsächlich. Wenn ich links gedrückt halte, dann schießt er ab und zu. Keine Ahnung, es liegt nicht an meiner Maus tatsächlich. Ich habe es halt auch schon getestet, das ist halt wirklich ein Bug. Leider. So. Aber wer einmal kommt, den finden wir auch ein zweites Mal. So, bestimmt noch ein anderes, oder? Hören tue ich jetzt gerade gar nichts. Bananen sind da, das ist gut. Kohlenhydrate, wie gesagt, suchen wir gerade. Waren leider nur zwei dran.
So, das sind keine da. Habe ich einen Maden? Nee. Das ist jetzt komplett weggerannt. Jeder. So. Ich höre gerade wieder irgendwo. Warte mal, wir werden uns mal die Bananen direkt reinpfeifen, bevor er weiter rummeckert. Essen. Essen. Ein Stück hätte ich auch gerne noch ein paar mehr. Ilse Pilse, keine Wilse. Ja, ansonsten jagen halt natürlich immer einen Headshot verteilen. Ich wollte eigentlich gerade das machen, aber ja, leider ging es nicht. Also ich habe, wie gesagt, manchmal den Bug halt. Ich kann jetzt dann nochmal kurz testen. Jetzt spannt er richtig, ne? Und manchmal habe ich es halt, wie gesagt, so, dass er das ein bisschen blöd macht. Dann gleich schießt. Obwohl ich noch nicht mal richtig durchgespannt hatte. Fragen über Fragen. So. Haben wir noch was an Kohlenhydraten hier irgendwo rumfliegen? Muss natürlich auch immer aufpassen mit den Keimern. Denn hier sind auch mehrere davon am Start. So, und ich sehe gerade, wir sind schon fast bei der ganzen Folge. Ich werde aber noch ein bisschen gucken. Ich werde ein bisschen länger machen. Denn wir werden bestimmt noch irgendwie was finden. Ja, ich dachte mir halt so zwischen den Streams oder sowas halt, kann man sowas halt mal ganz gerne machen. Dann haben wir auch ein bisschen was für YouTube so exklusiv. Ja, Picari ist wieder weggerannt. Hier kann man also echt nicht so gut jagen, weil man die echt schlecht sieht. So. Hier ist wieder irgendwo eins in die Richtung. Hat's uns gesehen? Ernsthaft? Okay, alles klar. Dann nehme ich aber trotzdem noch die Bananas mit und natürlich hier die guten Pilze. So, Pilze, Pilze. Banane, Banane. Links unten, da war's. Ist jetzt weggerannt. Da sind noch mehr Pilze. Naja, egal. Wir brauchen jetzt gerade kein Fleisch aktuell. Daher werde ich jetzt noch schnell hier die Pilze aufsammeln. Dann einmal zurückgehen in die Base und dann nochmal speichern. Nachdem wir uns reingepfiffen haben. So, gibt es hier noch irgendwie was? Ach, da war ein Picari. Wir jagen sie, wir treiben sie in unsere Richtung. Stein. Dann mal wieder eins. Was man hier oft findet, natürlich Bambus halt, Molinaria. Auf der anderen Seite ist halt auch, wo ihr anderes Holz tatsächlich herbekommt. Also es gibt ja auf die Insel hier zwei Wege. Na, einmal über diese Brücke hier und dann gibt es halt auf der anderen Seite auch noch eine andere Brücke. So. Und dann werden wir jetzt kurz das einmal alles reinpfeifen. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge. Wie gesagt, ich würde mich natürlich immer über Kommentare oder Daumen hoch freuen. Wenn ihr selber spielt natürlich oder noch Tipps und Tricks habt oder so, die ich vielleicht selber auch noch nicht weiß, ne, auch immer gerne her damit. So, wir verheizen jetzt nochmal kurz das Ganze. Theoretisch, theoretisch können wir uns auch Suppen draus kochen, aber ja, schauen wir mal. So, einmal rauf. Zack. Zack. Dann, herstellen. Herstellen. Wenn ich irgendwann ein Bienennest finde oder sowas halt, zeige ich euch auch nochmal, wo man das Harz halt herbekommt. Das haben auch immer Leute Probleme. Wie ich ja schon sagte, ich sammle, ne, mein Essen auch ganz gerne halt, weil es nicht verderbbar hier ist, sozusagen, falls wir irgendwann mal was brauchen. Ja. Eigentlich. Ja, es geht uns nicht so schlecht. Ne. So, wir werden mal kurz einmal trinken. Zack. Zack. Dann sollten wir auf jeden Fall trinken wieder voll sein. Wir haben auch wieder irgendwas. Nee. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich wieder am letzten Bein, ne? Ja. So. Gut, dann werden wir mal kurz essen,
Essen. Dann essen. Ich muss immer gucken, dass ich nicht aus Versehen die Maden esse. Ich mach mal hier kurz mal das Ding weg hier, so. Zack. Zack. Und essen. Eine Nuss noch. Ja. Somit fehlt uns eigentlich nur noch ein bisschen Fleisch. Beziehungsweise eine Knochensuppe oder so könnten wir eigentlich auch kochen. Hier Schildkröte. Essen. Und essen. Ja, und somit sind wir eigentlich wieder recht voll. Wir können jetzt unsere Nuss noch reinpfeifen oder halt eine Kokosnuss oder so zum Beispiel. Ne? Machen wir aber jetzt nicht. Und ich würde sagen, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich, wie gesagt, über Kommentar oder Daumen hoch freuen. Und ja, schreibt mal eure Tipps und Tricks auch gerne rein. Und dann kann ich dazu auch noch Videos machen. Und wir sehen uns im Stream wieder natürlich. So, ich stream eigentlich fast täglich. So ab 16.30 Uhr meistens. Oder ja, 17 Uhr. Kann auch sein. Also auch nicht jeden Tag, aber eigentlich fast täglich. Ja, twitch.tv/seta2011. Auch Link natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, liebe Leute. Und bis dann. Ciao.